Ich werde ganz einfach dieses Ziel treffen. Ich frage mich, wie man mit dem Ding umgeht. Aha, alles klar. Oh, nur eine kleine Portion, gefällt mir nicht. Oh, ein Bonbon, ziemlich gut. Mach mal Platz hier, Jess. Ich zeig dir, wie man schießt. Ah, mittlere Portion, das ist ja schon mal besser. Wow, was für ein KitKat, voll cool. Komm mir nicht in die Quere, Zack. Ich zeig dir, was ein Profi hier tun kann. Yeah, ich hab die große Portion bekommen. Ihr könnt mir gratulieren. Oh nein! Was für ein KitKat, Vorsicht! Ich glaube, wir sind durch den Boden gefallen. Gut, dass es uns allen gut geht. Eine kleine Portion? Das gefällt mir gar nicht. Schau dir das an, Jess. Ich habe eine riesige Hühnerkeule. Riesig? Schau dir meine mal an. Die denn nicht riesig? Unglaublich. Ich habe noch nie was Größeres gesehen. Oh Mann, deine Portion, Zack, lässt ja meine ganz armselig aussehen. Aber dafür riecht sie köstlich. Ich bin ganz schön hungrig. Zu schade, dass das nur ein Bissen war. Oh nein, das Ding ist ja ganz schön scharf. Hilfe, ich brenne. Oh Mann, und das von einer einzigen winzigen Hühnerkeule. Was wird mit mir passieren? Ja, das will ich mir gar nicht erst vorstellen. Aber ich bin kein Feigling, also werde ich es einfach probieren. Das wird sicher gut schmecken. Oh, dieses saftige Fleisch gefällt mir gut. Wird mit jedem Bissen besser. Lucy, hör auf, das könnte schlecht enden. Ach komm schon, keine Panik, sag, das wird schon. Oh nein, das ist ganz schön scharf, Hilfe! Ich muss dringend was trinken. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist dieser Föhn hier. Willst du vielleicht einen Luftballon? Blöde Idee. Was soll ich dir denn vorschlagen? Sag, jetzt tu doch endlich was. Ich hätte hier Seifenblasen. Ah, nee, warte, die werden auch nicht helfen. Hilfe, ich setz gleich alles in Brand. Ah, mir geht's besser. Ah, endlich, da ist der Feuerlöscher. Ich hab doch gesagt, ich brenne nicht mehr. Jetzt hör auf. Ah, du wolltest sie nicht mehr? Sorry, das habe ich nicht verstanden. Aua, das hat wehgetan. Okay, wenn ihr beide fertig seid, dann geht's wohl an meine Hühnerkeule. Oh, da freue ich mich ja schon. Ah, ich fange von dieser Seite an. Mann, ist das lecker, diese wunderbare Kruste. Hör auf, Zack. Es könnte später zu spät sein. Sorry, ich konnte nicht. Das war einfach viel zu gut. Voll lecker. Oh nein, es wird ganz schön heiß hier. Ich glaube, ich brenne auch. Ich heb ab. Oh Mann, ich habe doch gesagt, dass das böse enden wird. Helft mir. Ich habe schreckliche Höhenangst. Ich muss sofort wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Oh nein, ich glaube, ich bin im Weltraum. Und jetzt falle ich. Ah, ich glaube, er kommt zurück. Na endlich. Vorsicht. Oh Mann, sieht aus, als wäre das eine ganz schön harte Landung gewesen. Ja, ich werde nie wieder solche Hühnerkeulen essen. Das ist ja ein winziges Happy Meal. Ist da überhaupt was drin? Oh, wow, da hat ja jemand viel mehr Glück gehabt als ich. Du hast recht, Zack. Ich mag meine Portion. Leute, habt ihr schon mal meine Portion gesehen? Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Die fehlt einfach. Jemand hat dich vergessen. Wie auch immer, ich fange einfach mit meinem kleinen Happy Meal an. Ich nehme mir diese kleine Pinzette hier und schau mal nach, was da drin ist. Oh, was für ein winziger Burger. Gut, dass ich eine Pinzette habe. Ohne die hätte ich das ja gar nicht rausbekommen. Oh Mann, das sind ja winzige Pommes. Die sind richtig niedlich. Natürlich wird mich das nicht satt kriegen, aber das war die Erfahrung wert. Ah, nee, Moment. Die Packung will ich nicht. Igitt, die muss ich ausspucken. Und jetzt wird's Zeit, diesen Burger hier zu probieren. Ich hoffe, der schmeckt genauso gut, wie er aussieht. Komm mal her, mein Kleiner. Zack, könntest du dich bitte beeilen? Ich will auch weitermachen. Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Ich will das alles genießen. Und das ist mein kleines Geschenk. Was für ein winziges Poppet. Die Pinzette brauche ich nicht mehr. Und mit dem Poppet kann ich spielen. Mann, das macht voll viel Spaß. Das ist so richtig entspannend.
Oh, du bist so ungeschickt, Zack. Ja, ist doch keine große Sache. Ich werde so vorsichtig wie möglich mit meiner Portion umgehen. Oh, wow, schaut mal, da sind auch schon die Pommes. Und der Burger. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Mit den Pommes natürlich. Mann, sind die lecker. Okay, ich will nicht kleinlich sein. Ich stecke mir einfach alles sofort in den Mund. Boah, ist das gut. Dafür liebe ich die Happy Meals. Jetzt wird's Zeit für den Burger. Mann, siehst du saftig aus. Weg mit der Verpackung. Komm mal her, ich muss dich probieren. Oh ja, der schmeckt genauso gut, wie er auch aussieht. Ich liebe solche Burger. Oh, das Geschenk hätte ich ja fast vergessen. Komm mal her. Oh, das ist ein Pop-It. Ich wusste es doch. Das ist so schön beruhigend. Meine Fingerchen kriegen wirklich nicht genug von dem Ding. Oh nein, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Och, Menno, wie konnte das bloß passieren? Na siehst du, Jess, ich hab's dir doch gesagt, sowas kann passieren. Leute, hört ihr dieses Geräusch? Ich glaube, da fällt etwas vom Himmel. Das ist dein Happy Meal. Wow, ist ja riesig. Ich sehe dich ja gar nicht. Ich bin sprachlos. Wow. Du musst auch nichts sagen, Zack. Das ist mein Essen. Brauchst du nicht zu kommentieren? Ja, du könntest aber mit uns teilen, oder? Das habe ich sicher nicht vor. Oh, wow, schaut mal, wie viele Pommes da drin sind. Mmh, unglaublich. Und was ist das? Ist das etwa ein Pop-It? Du hast recht, Zack. Ich bin absolut begeistert. Lucy hat beschlossen, uns doch noch was abzugeben. Mmh, wie nett von ihr. Ja, ich habe mich gerade so spontan daran erinnert, dass wir ja noch Freunde sind. Also lasst uns gemeinsam spielen und zusammen essen. Was zum Teufel ist das? Ich kann es noch nicht einmal sehen. Wow. Ich kann dir einen Tipp geben, Zack. Das ist eine blaue Erdbeere. Was hat denn Jess da? Das ist die größte Erdbeere aller Zeiten. Schaut mal, wie gigantisch sie ist. Mann, das ist echt ein Hingucker. Oh Mann, und ich muss dieses winzige Ding da essen. Ich hoffe, dass es wenigstens gut schmeckt. Denn ich kann sie noch nicht einmal mit einer Lupe sehen. Probieren wir mal. Wie auch immer. Mh, schmeckt wirklich gut. Zu schade, dass es so wenig war. Wenn du fertig bist, mache ich jetzt weiter. Oh, diese Erdbeere sieht so appetitlich aus und so ungewöhnlich. Na, da müsste ich mir doch gleich eine Serviette holen, damit ich mich nicht schmutzig mache. Und Messer und Gabel nicht vergessen. Also, das Grünzeug kann ich abschneiden. Und den Rest werde ich wohl essen. Ah, Moment, hier fehlt natürlich noch etwas Schlagsahne. Das ist die perfekte Kombination. Sieht gleich noch viel, viel besser aus, würde ich sagen. Probieren wir mal. Oh Mann, das ist sogar besser, als ich es mir vorgestellt habe. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wie lecker das ist. Ich bin echt neidisch auf dich, Lucy. Das solltest du sagen. Das ist unwahrscheinlich lecker. Jetzt habe ich sogar ein neues Lieblingsgericht. Und zwar blaue Erdbeeren mit Sahne. Oh Mann, ist es nichts mehr übrig. Mann, du hast sogar die Gabel verbogen. Wie auch immer, sie ist fertig. Das heißt, ich kann weitermachen. Moment mal. Wo ist denn meine Erdbeere hin? Sag, gib sie sofort zurück. Gib mir auch was ab. Ich habe auch Hunger. Ah, willst du vielleicht mit mir teilen, Zack? Nee, das habe ich nicht vor. Ich habe sie für mich geklaut. Oh nein, da kommt sie geflogen. Ich kann mich nicht bewegen. Mann, was für eine schwere Erdbeere. Gut, dass ich mich wieder hinsetzen konnte. Und jetzt kann ich sie probieren. Wie lecker. Bloß nicht das. Was für eine kleine Waffel ist das denn? Ah, tut mir leid, Lucy. Meine Waffel ist um einiges größer. Leute, habt ihr schon mal meine Waffel gesehen? Die ist einfach unwahrscheinlich groß. Da brauche ich doch gleich einen Meter, um die zu messen. Ich sag dir eins, Jess, die passt eh nicht in deinen Mund. Ah, deine ist aber genau ein bisschen groß.
Na, warte mal. Ich werde meine Portion noch mit genug Schlagsahne vergrößern. Oh, das ist so niedlich. Einfach perfekt. Eine Waffel mit Sahne sieht doch viel besser aus als eine Waffel ohne Sahne. Einfach super ist das geworden. Okay, ich brauche auch so eine Art Ergänzung. Was könnte ich mir nehmen? Ah, ich weiß. Frische Beeren zum Beispiel. Die passen gut zu Waffeln. Außerdem passen die hier schön rein. Die perfekte Füllung. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir was nehme, oder? Wie lecker. Ich will gleich mehr davon. Himbeeren und Brombeeren und Blaubeeren. Hä, wo sind denn die ganzen Beeren hin? Ich war doch schon fast fertig. Lucy, isst du etwa meine Beeren? Gib sie sofort zurück. Wegen dir ist ja fast nichts mehr da. Oh Mann, zwei Beeren reichen sicher nicht aus. Gut, dass Lucy mir wenigstens diese Beeren überlassen hat. Mann, ist das lecker. Super, das hat mir voll die Laune gehoben. Einverstanden, Zack. Jetzt wird's Zeit, dass ich auch meine Waffel probiere. Aber womit könnte ich sie begießen? Wie wär's denn mit etwas Ahornsirup? Ich hab gehört, das passt perfekt zu Waffeln. Jetzt schaut doch mal, wie appetitlich das aussieht. Ich bin mir sicher, ihr wollt das auch unbedingt probieren. Wow, das war echt genial, Jess. Mann. Was für ein winziges Bonbon. Das macht mich ja richtig traurig. Wow, schaut euch mein Bonbon an. Das muss sicher lecker sein. Ich bin mir sicher, mein Bonbon wird das leckerste sein. Echt cool. Lucy, was ist das denn? Ist mir egal. Ich werde es trotzdem essen und ich bin mir sicher, es wird am besten schmecken. Wirklich toll. Worüber freust du dich so, Lucy? Und ich dachte, wir wären Freunde. Ihr habt doch von nichts eine Ahnung. Schaut mal, ich werde das Ding mit dem Mund fangen. Yeah, ich hab's geschafft. Habt ihr das gesehen? Wow, das war wirklich erstaunlich. Ich wusste, ich könnte euch beeindrucken. Ach, wen interessieren schon solche Tricks? Hauptsache, dass mein Bonbon größer ist. Ich würde sagen, das schmeckt nach Schokolade. Schaut mal, was ich kann. Oh nein, mein Bonbon ist kaputt gegangen. Loser, Jess, loser. Ja und, dadurch ist doch der Geschmack nicht schlechter geworden. Seht ihr? Voll lecker. Wie siehst du denn jetzt aus? Na, mal sehen, wie du aussehen wirst, wenn du dein Bonbon gegessen hast. Ja, das stimmt schon. Wollen wir mal sehen. Hey, was wollt ihr denn da? Weg von meinem Bonbon, das gehört mir allein. Oh nein, das ist voll schwer. Was habt ihr angerichtet? Es steckt fest, ich krieg's nicht mehr ab. Wir helfen dir. Hurra, ich kann euch wieder sehen. Hey, was macht ihr da? Das ist mein Bonbon. Das ist die Belohnung für unsere Hilfe. Ganz genau, Lucy hat recht. Aber das war mein Essen. Okay, das hier kriegst du noch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.